Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Star Stable Online. Falls ihr die letzte Folge gesehen habt, ich wollte mir ja ein Pony kaufen. Nun gibt es allerdings eine Planänderung, und zwar treffen wir uns gleich in Silverglade mit der Yanni. Die hat auch einen Kanal, der nennt sich Moon Girl. Ja. Und dann reiten wir mal nach oben nach Silverglade und treffen. Also ich nehme ja immer den Transport. Ich bin oh, mein blödes Pferd bleibt immer stehen einfach. Ja, immer wie es denn, ne? Ach ja, stimmt. Ich bin ja auch hier in Fort Pinter und gar nicht in Silverglade, stimmt ja auch. Ja, also ich bin schon in Silverglade. Ja, da kommt man mit dem Transporter hin, ne? Ja. Ich bin noch nie mit dem Transporter gefahren. Das ist dann jetzt mein erstes Mal. Musst du zu Steve's Farm? Ja, genau. In den Transporter. So. So, ich bin unterwegs mit dem Auto. Ich komme gleich. Ja, ich gucke die ganze Zeit in den Transporter, ob jemand kommt. Ja, ich habe hier aber leider noch den Ladebildschirm. So, hier bin ich. Ich sehe dich nicht. Wieso nicht? Hast du Silverglade Pferdesportcenter genommen? Was habe ich genommen? Was, da musstest du ja im Transporter was nehmen. Was hast du genommen? Steve Farm habe ich genommen. Dann sehe ich dich nicht. Wir treffen uns... Beim Brunnen, würde ich sagen. In Silverglade oder bei Steve's Farm, bei Steve? Ja, der steht da ja rum, Steve. Und da ist ein Brunnen bei Steve, ist direkt ein... Das ist doch Steve, ja, da ist ein Brunnen bei Steve. Ich bin da, aber ich sehe niemanden. Hä? Warum nicht? Du bist aber auch Winterstar, oder nicht? Ja, klar. Ja, ich auch. Hier ist auch noch die, wie heißt die überhaupt hier? So eine Dame, die... wo man sein Pferd stylen kann. Ja, da bin ich. Ja, ich auch. Mir tauchen jetzt irgendwie ständig in der Luft neue Spieler auf und verschwinden welche. Ich glaube, hier ist es zu laggy. Hier leckt zu doll. Mhm. Treffen wir uns am Schloss. Am Schloss, okay. Ich bin am Schloss. Ich noch nicht, ich reite hier gerade die Silverglade. Ja, aber wo am Schloss? An diesem Haupteingang? Ja, am Eingang vom Schloss. Ah, da ist ein Mädchen mit einem Baumpferd. Bist du das? Nee. Ja. Doch, ja. Hallo. Hab ich doch gesagt, das leckt da zu doll. Ach so. Ja. Sieht ein bisschen komisch aus. Ich sehe gar nicht komisch aus. Du siehst komisch aus. Ich muss gestehen, deine Haare sehen aus wie brauner Sauerkraut. Das ist voll trendy, Mann. Er wurde unter deinen Hut gepackt. In Wahrheit hat er eine glatze Leute. Gar nicht.
Ja, dann reiten wir jetzt dahin, wo ich gesagt habe, wo dieses schöne Pferdchen sein soll. Nach Wälde, genau. Und deswegen hat sich der Plan auch geändert, weil Janni weiß, dass in Wälde irgendwie ein Pony ist, was toll aussieht. Und das will sie mir zeigen. Dann entscheidet sich natürlich, ob ich das Pony auch toll finde. Vielleicht sage ich... Lieben, das sieht wunderschön aus. Zur Auswahl gibt es dann noch zwei andere, aber das eine kostet 750 und sieht richtig hässlich aus. Aha. Also ich hatte mich schon für eins entschieden, das gefiel mir ganz gut, aber schauen wir mal, ob mir das... Ich bin noch nicht so schnell, leider. Mein Pferd ist erst Level 5. Das ist Level 4. Wo bist du? Ach da. Ja, ja. Kann natürlich auch den Weg reiten, wenn man professionell sein will. Aber wir können es halt, ne? Wir können es ja. Ich würde aber nie wieder zurückfinden. Weil ich kenne mich hier noch gar nicht aus, weil ich war hier noch nicht. Okay, dann ist hier der Weg. Ich sehe keinen Weg. Ach, da. Okay. Einfach den Weg weiter entlang. Sagen, die Hannoveraner sind ganz schön schnell. Ja, meiner steht im Stall und der ist auch noch Level 1. Ich wollte es mal ein. Level 4. Ja, ich wollte es mal ein. Ich kann ja gleich mal mein einziges Level 15er Pferd holen. Nee, lass mal. Da komme ich ja gar nicht mehr hinterher. Das ist aber eins der alten Modelle. Da wirst du schaffen. Ja, ich habe auch eins der alten Modelle und das ist Level 5 erst. Aber das ist dein Anfang. Ich meine jetzt ein Andalusier. Aha. Mit alten Modell meine ich so richtig kantig, nicht so schön abgeglättet wie meins. Aha. Wilde Way. Juhu. Wenn du Level 14 oder 15 wärst, könntest du dort oben, da siehst du ja oben an dem Berg so einen Weg. Dort könntest du hochreiten und ins Ziel fahren. Da wäre aber dein Pferd verlangsamt um eine Stufe. Wilde Village, juhu. Ihr nach. Oh, das ist aber hübsch hier. Ja, ne? Ja. Das hier ist das hässliche, was ich meine. Das kostet 750. Ist hässlich, finde ich. Ja, gefällt aber mir auch. Aber wie man es nimmt, ne? Dann ist das hier das Schöne, was ich gemeint habe. Das Gefleckte hier. Aha. Das Gescheckte. Ja, das Gefleckte hier. Nein, nicht der Haflinger. Hier daneben. Ja, ist mir schon klar. Das ist ein Haflinger. Das ist kein Pony. Ja. Ich weiß. Ich wollte da auch eigentlich gar nicht hin. Ich hänge hier bloß gerade so ein bisschen. So. Das ist das Schöne, was ich gemeint habe. Und zur Auswahl steht hier noch eins. Das ist ein Brownies. Ja, okay. Das... Gescheckte hier sieht schon auch süß aus. Ja, das stimmt. Ja, und das ist auch das billigste von allen. Und das ist das süßeste, wie ich finde. Also, den Preis. Das niedlichste Pony. Aha, das ist ja auch eine ganz andere Rasse als die anderen da. Ja, Satik Pony. Ja. Habe ich doch gesagt. Ja, das stimmt. Aber das Pony hier, das Satik Pony hier, das kostet echt viel. Und ist sowas von hässlich. Ich finde, wegen den Zäpfchen und so, sieht das voll fett aus.
Naja, natürlich kann man noch die Mähne und so ändern, aber ja, trotzdem. Ich wollte gerade sagen, das kann man ja ändern, aber ich finde es jetzt auch nicht besonders schön. Naja, wie man es nimmt. Manche finden das richtig cool. Vielleicht. Aber ich habe noch niemanden damit rumrennen sehen. Also ich verstehe auch nicht, wieso die Preise jetzt so unterschiedlich sind. Ja, bei Ponys kann man das nicht verstehen. Hier auf der anderen Seite ist auch noch ein geflecktes, sehe ich gerade. Aber das sieht nicht so schön aus wie das andere. Das sieht ein bisschen anders aus. Falls dir aha, ansehen, hier ist wieder ein Jovixis Pony. Ja. Sieht aber auch ganz schnuckelig aus. Komm mal auf die andere Seite, da ist auch noch ein. Also ich hatte mir auf der Plattform da ein in Fort Pinter eins ausgeguckt. Was ausgeguckt. Ausgeguckt. Gut gedeutscht. Ja. Was quasi so wie ein Haffi aussieht, aber viel dunkler. Und das sah auch schön aus. Ja, das sieht auch süß aus. Ja, hier sind halt die ganzen Haflinger. Kannst du dir auch holen? Nee, ich will keinen Haffi. Wieso kann... Also mit denen kann man dann auch dieses Ponyrennen machen, oder wie? Ja. Ach so. Und mit dem daneben, mit so einem Kaltblut... Hier ist auch noch ein anderes. Mit so Kaltblütern kann man im Dinotal, wenn du im Dinotal mal bist, dann hast du die normale Geschwindigkeit und wirst nicht eine Stufe zurückgesetzt, wie ich eben gesagt habe. Weisheit von Janni. Ist ein Araber. Ja, ich weiß. Ich wollte trotzdem mal schauen. Achso, wie ja, ne, süß. Ja. Guck nur gerade Level 10, alles klar. Aber voll niedlich, oder? Ja. Total. Level 8. Aber eigentlich möchte ich keinen Kaltblüter. Ja, ich weiß. Es sind auch so eher alte Modelle. Ich hoffe, dass die mal erneuert werden. Dann hole ich mir vielleicht auch einen. Ja. Ja. So, welches nehme ich denn jetzt? Das, ja, das ne? Kann man nicht, sich nicht so entscheiden. Ja. Aber ich persönlich würde eher das braune hier oder das gefleckte, also das erste, was ich dir gezeigt habe, was gefleckt ist. Ich meine, es ist auch echt schnucklig. Dieses Jovixe hier. Ja, ne? Voll putzig. Wenn du nach Golden Hills könntest, dort sind auch noch mal andere Ponys. Hm. Ich kann mich nicht entscheiden. Also von der Geschwindigkeit und so weiter gibt es da ja eigentlich gar keine Unterschiede. Ist ja wirklich nur... Ich habe, glaube ich, ich habe einen Welch Pony. Und ich habe, glaube noch das hier. Und ich glaube, ich weiß es aber nicht, vielleicht habe ich es auch schon verkauft. Ich glaube, ich habe von Pferdemarkt auch noch mal einen Pony. Das ist auch gefleckt und braun-weiß, aber das Braun sieht eher orange aus. Was willst du denn mit so viel Ponys? Ich weiß es auch nicht, aber erstmal hatte ich halt das Pony vom Pferdemarkt. Dachte ich mir so, oh, wie niedlich. Dann habe ich die Welch Ponys gesehen, von denen musste ich mir natürlich auch ein Exemplar holen. Ich meine, Welch Ponys, ne? Hm. Sehen so ähnlich aus wie die Haflinger. Aber Pony-Geschwindigkeit sind aber ein bisschen schneller sogar als die normalen Ponys. Und als ich dann das hier gesehen habe, musste ich es einfach holen.
war so niedlich. Es hat gesagt, oh, hallo, willst du mich kaufen? Kauf mich! Also, irgendwie gefällt mir der Kopf von dem Braun ein bisschen besser. Und die Mähne. Gefällt mir irgendwie besser. Ich glaube, ich nehme das. Wenn du gleich dich für einen Pony, ja, wenn du gleich einen Pony dann dir gekauft hast, dann hole ich mir auch einen Pony und dann reiten wir zusammen das Ponyrennen. Naja, aber die sind ja dann erstmal, mein Stall ist ja in Moorland und das wird dann ja erstmal dahin gebracht. Ja, ich weiß, aber wir können es ja erstmal uns holen. Also du deins aus Moorland und ich meins von Steve und dann... Die Frage ist, warum ich vorhin den Transporter benutzt habe und nicht einfach Abholservice. 25 Jahrwegschillinge umsonst ausgegeben. Naja, wenn du deinen Stall hier hast. Ja, mein Heimatstall ist halt Steve's Farm, ne? Und da habe ich vorhin Transporter hingemacht und nicht Abholservice. Ich bin so wohl. Ja, ich bin ja nun mal in Moorland, deswegen. Wie willst du es nennen? Das weiß ich noch nicht. Ja. Candy Crush wäre doch cool. Ich find Gold Magic schön. Es passt so zu der, so zu der Mähne, finde ich. Wenn du deins aber Candy Crush nennst, könnte ich auch meinen Cookie Master holen. Das ist zwar ein Pferd, aber ich kann ja trotzdem mit dir mit zu dem Rennen reiten. Weil Cookie Master und Candy Crush passen gut zusammen. Ja. Oder ich hol mir doch meinen Pony. Ich werde Candy Crush nennen. Ich lass mich abholen. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Dein neues Pferd wird zu deinem Heimatstall gebracht. Du kannst es in deinem Stall finden. Glückwunsch. Danke. Wieso sehe ich da gerade Herzchen? Hatten sich mein Pferd in ein anderes verliebt oder was war das hier gerade? Nö. Herzchen kommen auf, wenn du dein Pferd fütterst mit Möhren oder so. Ja, aber das steht einfach nur da und schaut ein anderes Pferd an und irgendwie waren da Herzchen. Hm. Merkwürdig. Nicht, dass ich... Pony, 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 wo bist du? Soll ich meinen Welch Pony nehmen? Oder mein also... Normal. Ich mach dann jetzt den Abholservice. Normales oder Welch Pony? Weiß nicht. Hallo? 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 Normales oder Welch Pony? Weiß ich nicht. Dann guck ich mal. Coco Cookie Whip wäre mein Welch Pony. Crazy Lady ist mein normales Pony. Das Assertiv Pony da. Dann, ja, ich habe mein altes Pony auch noch. Eis da. So, dann wollen wir mal sehen, wo mein Pony steht. Ah, da hinten. Okay. Ach komm, ich reite mal Eister wieder. Habe ich noch, habe ich lange nicht mehr. Ups. Man sollte schon nicht gegen Pfeiler laufen. So, da ist mein kleiner Candy Crush.
So, und hiermit beende ich die Folge dann auch erstmal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht ja bis zum nächsten Mal. Tschüss.